Und herzlich willkommen zu diesem Teil des Imsterfester Online-Events. Mein Name ist Robin, ich bin Producer, Mixing Engineer und Content Creator hier in Köln und ich stelle euch heute das VST-Plugin Serato Sampler vor. Das ist ein Sampler der Firma Serato, der es euch ermöglicht, eure Samples in eurer DAW bestmöglich zu benutzen und zu spielen. Und ich zeige euch direkt mal, wie das dann aussieht, wenn man dort mit so einem Sample rumspielt. Ja, das ist Serato Sample und ich gebe euch erstmal so einen kleinen Überblick, was ihr hier so seht. Wie gesagt, das ist ein VST-Plugin, beziehungsweise ein VST-Instrument vielmehr. Und das heißt, ihr ladet das hier in eure DAW rein und dann öffnet ihr das wie so ein Instrument und dann seht ihr genau das hier. Und dann haben wir hier oben erstmal diesen Play-Button, womit ihr dann das Sample, was ihr hier reinzieht, einfach abspielen könnt. Und natürlich auch auf Pause drücken könnt. Dann habt ihr hier so zwei Knobs. Das ist einmal, dass es, sobald du aufhörst zu drücken, hört das Sample auf zu spielen. Und wenn du das hier unten machst, dann läuft es einfach weiter, bis du das nächste Sample triggerst. Da haben wir hier einmal Mono- oder Poly-Einstellung. Dann hier der Name des Samples. Hier kannst du dann das Sample rauswerfen und dann ein anderes reinholen. Dann haben wir hier einmal diesen Bereich, wo die Tonart angegeben ist und wo du die Tonart auch verändern kannst. Hier kannst du hoch und runter die Tonart machen. Und hier das Tempo, also BPM, wo du dann auch synchronisieren kannst und hier auch verdoppeln oder die Hälfte anwenden. Das ist das Pitch and Time Logo. Das zeige ich später nochmal, was das macht. Und hier sehen wir diese Wellenform von dem Sample, was ihr da drin habt. Hier kann man das dann größer und kleiner machen, wenn man ein bisschen weiter reinzoomen will, wenn man mehr Übersicht braucht, beziehungsweise wenn man ein bisschen genauer sich das angucken will und raus, wenn man mehr Übersicht braucht. Hiermit kann man das Ganze freezen und hier hat man noch so ein Raster. Da haben wir hier so Parameter, wie zum Beispiel die Lautstärke und dann so ein Filter, das habt ihr jetzt gerade schon in dem Intro gehört, als ich das gemacht habe. Hier die Attack, also wie lang, also damit kannst du quasi sagen, wie langsam und smooth das Sample anspielt, sobald du das triggerst. Und hier mit dem Release kannst du halt sagen, wie lange das danach noch ausfadet, nachdem du den Trigger loslässt. Dann hier Reverse, also umkehren von der Audiodatei. Und dann hier einmal Tonart Shift, also Tonart quasi verändern. Und einmal Time Stretch, also das Ganze zerren. Das Tempo quasi erhöhen oder niedriger machen. Und dann haben wir hier unten noch diese Pads. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt so ein Pad, wie man das jetzt von alten Controllern oder auch von neuen Controllern kennt, sondern du kannst es einfach hier triggern, wie du auch schon gesehen hast im Intro. Das habe ich auch hier drüber gemacht. Da gibt es hier noch so ein paar Funktionen, da gehe ich auch gleich nochmal ein. Und darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Hier kannst du einfach alles auswählen, alle Pads und dann diese löschen.
So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar zeige ich euch mal, jetzt aber mal mit einem anderen Sample, wie man automatisch dieses Plugin Samples finden lässt. Und kann ich direkt mal zeigen, wie man überhaupt ein Sample da reinzieht. Deshalb werfe ich das hier mal raus. Und hier habe ich meine Library an Samples. Und dann kann ich das einfach hier so reinziehen. Ich kann allerdings auch auf Load Audio File gehen und dann halt ein Sample auswählen. So, dann ist es hier drin. Er hat direkt schon erkannt, wo der Start ist. Und das ist jetzt natürlich ein ziemlich simples Beispiel, aber ich kann jetzt hier auf Find Samples gehen. Das kann man dann hier erstmal auswählen. Und dann kann ich hier draufdrücken. Und dann wählt er hier automatisch aus, wo meine Trigger immer anfangen. Das heißt, ich habe jetzt hier natürlich direkt den Anfang. Was haben wir hier hinten? Auch cooler Teil. Und das auch noch mal schön so für so ein Ende. Genau, und das macht halt dieses Find Samples. Macht automatisch dir hier diese Schnipsel. Und das ist eine recht coole Funktion. Funktioniert auch ziemlich gut. Dann, was dieses Serato Sample sehr einzigartig macht, ist dieser Algorithmus, der Pitch-and-Time-Algorithmus. Und was der macht, ist, der verändert quasi die Tonart und das Tempo, beziehungsweise der stretcht, damit das besser an das Tempo angepasst wird. Und er verändert die Tonart, also die Tonhöhe von dem Sample, damit es besser in deinen Song passt. Das heißt, wir haben hier die Tonart und hier können wir das verändern. Dann haben wir hier diesen BPM, das Tempo, was einfach in dem Projekt schon hier vorgegeben ist bei mir, und der passt das halt direkt automatisch daran an, wenn ich hier auf Sync gehe oder wenn ich halt einfach hier diese Brille, also dieses Pitch and Time Logo, deaktiviere, dann deaktiviert der auch dieses Stretchen. Und das ist eine ziemlich coole Funktion und man muss wirklich sagen, das klingt auch einfach sehr gut. Also, manche Softwares machen das ja wirklich so, dass es später einfach nicht mehr schön klingt. Viel zu viele, viel zu viele Störgeräusche später drin. Einfach die Qualität leidet sehr stark manchmal. Und das ist hier nicht der Fall. Ich kann das ja mal runterdrehen. Hier die BPM auf 130, 131. Und jetzt seht ihr schon, das wurde hier automatisch angepasst, weil ich hier in diesem Pitch-and-Time-Modus bin. Und jetzt kann ich das hier triggern. Das heißt, der hat das jetzt automatisch an mein Tempo angepasst. Und ich kann das natürlich jetzt auch hier von der Tonhöhe bzw. von der Tonart auch anpassen. So, ich habe das jetzt einen Halbtonschritt nach oben verändert. Und das ist auch
Nicht wundern, wenn ich hier manchmal nach unten gucke. Ich habe hier ein bisschen die Zeit im Blick. Das ist auch ein sehr praktisches Tool, damit man immer, wenn man mit verschiedenen Samples arbeitet, immer in der richtigen Tonart ist und sich nichts später schief anhört. Und da will ich euch jetzt mal ein Beispiel zeigen. Und zwar haben wir ja hier mehrere Sachen. Ich gehe mal hier wieder zu meinem Anfangssample. Ich gehe aber wieder auf 160 BPM. Hier wurde es direkt angepasst. Und wir sehen hier, das ist in As, also quasi GIS, das Ganze. Und wenn wir das jetzt zusammen spielen wollen mit dem anderen, anderen Sample, was wir hier haben, ich kann das mal nebeneinander anreihen, dann sehen wir hier, das ist in B. Das heißt, es wird nicht funktionieren. Und diese, was so gut ist an dieser Tonhöhenerkennung, ist, dass er direkt weiß, was es für eine Tonart ist und ich das Ganze jetzt ganz einfach verändern kann. Das heißt, ich kann jetzt zwei Schritte runtergehen, zwei Töne runter und dann passt es auch zusammen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich hier Moll ist. Weil das hier ist auf jeden Fall Moll. Das heißt, das müsste man auch nochmal abchecken. Ich glaube, dass das jetzt tatsächlich Dur ist. Beziehungsweise ja, zumindest nicht Moll ist. Aber wenn ihr diese, wenn ihr beide Molltonarten habt, dann könnt ihr das so machen. Wir schauen nochmal, das hier sind Drums. Hier zum Beispiel haben wir ein Sample, was auch in GIS ist. Und hier können wir das jetzt mal so machen. Können wir jetzt mal beide auf A machen. Also diese Erkennung funktioniert auf jeden Fall, weil ihr habt gerade gehört, dass beides passt ziemlich gut zusammen. Kurz auf die Zeit gucken, dann geht es sofort weiter. So. Man kann natürlich nicht nur diese Dinger hier spielen, diese Trigger spielen mit der Maus, sondern man kann die eben auch mit Controllern spielen. Das heißt, mit einem Keyboard oder auch mit so Pads, wie man das jetzt zum Beispiel von einer MPC oder Maschine kennt. Und wie man das macht, ist eigentlich recht easy. Man geht einfach in seine Einstellungen in der DAW. Er will jetzt gerade nicht. Das ist der Vorführeffekt. Ja, das ist der gute alte Vorführeffekt.
So, jetzt müsste es wieder gehen, ja. So, dann können wir hier in diesen Einstellungen erstmal natürlich dieses Complete Control das hinzufügen, sodass es aktiv ist, und dann ist automatisch das Complete Control verbunden. Jetzt muss ich halt nur den finden, der damit auch, also wo auch ein Sample drauf liegt. Also man muss nicht wirklich viel machen, wenn ihr sowieso vorher schon ja, mit MIDI-Controllern gearbeitet habt, dann müsst ihr noch nicht mal dieses Setup machen, was ich gerade gezeigt habe. Dann ist es direkt schon verbunden und ihr könnt mit den Tasten diese Trigger spielen, diese Pads quasi. Und was ihr dann noch machen könnt ist, wenn ihr jetzt auf einem Pad seid, könnt ihr hier auf dieses, auf diese Klaviatur klicken und dann könnt ihr das Pad, was ihr ausgewählt habt, als Töne spielen. Also ihr könnt das dann im Piano Roll quasi spielen. Also da verändert sich dann auch die Tonhöhe. Und wie ich schon gesagt habe, man kann also auch diese Controller verbinden, wo auch Pads drin sind, wo auch Pads drauf sind. Und das funktioniert halt genau gleich. Dann müsst ihr das einfach in eurer DAW aktivieren und dann könnt ihr diese Pads mit diesen Pads quasi diese Trigger spielen. Das gibt dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr Spaßcharakter, ein bisschen mehr Spielcharakter. Genau. Und dann würde ich sagen, wir machen mal ein bisschen Musik. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie man nur mit diesem VST-Instrument, mit diesem Serato Sample einen kompletten Beat aufbauen kann. Und hier werde ich erstmal alle löschen. So. Und dann fangen wir mal hier an mit diesem Sample. So, was man dann als erstes machen muss, ist, man muss das Ganze ja irgendwie in ein Piano-Roll einzeichnen. Und dann müssen wir jetzt nur gucken, wo dieses Pad halt ist. Das ist Pad 25. Das ist Pad 25 und ist auf C3. Und C3 haben wir im Piano Roll hier. So,
Und dann verlängern wir das Ganze. Und dann hier ändern wir das dann zu D3. Und dann das Ganze wieder. Und dann gucke ich mal kurz, was der nächste ist. Das ist E3. Und schon haben wir unseren Loop, der dann so klingt. Genau. Dann, was haben wir noch hier? Hier haben wir so ein paar Drums. Die würde ich jetzt mal da reinmachen. Das Ganze klingt so. Und was ich jetzt als erstes machen würde bei Drums, macht das Sinn, erstmal die einzelnen Instrumente der Drums hier auf einzelne Pads legen. Das heißt, was ich gerade gemacht habe, war die Kickdrum und jetzt haben wir hier die Snare Drum. Und jetzt, wie ihr seht, kann ich die quasi als einzelne Drum Samples benutzen. Was ziemlich cool ist. Das heißt, ich gehe wieder hier rein. Mach mir wieder hier so ein Pattern. Geh dann hier rein. Gucke, was das für Pads sind. Das ist E2. Das heißt hier. Und dann hier direkt drüber haben wir dann natürlich die Snare. Ich würde allerdings das Sample ändern, weil wir haben ja hier noch das Crash mit drin. Beziehungsweise ich würde noch ein neues machen. Das heißt, hier ist noch eine Kick ohne Crashbecken. Thank you.
So, und jetzt haben wir schon Loop, also so eine Melodie und Drums. Und ich will jetzt mal kurz noch ein bisschen was anderes da reinbringen. Und zwar, was wir eben schon gehört haben. Was nicht wirklich dazu passt, aber sowas ist ja manchmal genau das, was ein Song braucht. Vielleicht mal hier probieren, das auf die Hälfte zu machen. Könnte sich dann auch ein bisschen wie so ein Gitarren-Solo anhören, wenn wir Glück haben. Mal schauen. Das war wahrscheinlich wieder E. Ja, E2. Wow, das gefällt mir. Das ist cool. Es hat auch so ein bisschen Swing. Ist nicht ganz 100% auf dem Raster. Ja, das ist so ein kleiner Beat-Starter, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, war das meine kleine Präsentation über Serato Sample. Was mir besonders gefällt, ist der Pitch-and-Time-Algorithmus, wo Tonhöhen und Tempo-Veränderungen sehr sauber klingen. Außerdem ist die Benutzeroberfläche auch sehr übersichtlich, wodurch man einen schnellen Workflow entwickeln kann. Und dann war es das mit diesem Teil des Imsterfester Online Event. Ich lasse jetzt nochmal den Song von heute laufen und ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Inhalten. Ciao.